And well done. Der Schiri hat ihr drittes Gruppenspiel angepfiffen. Los geht's also. Eine interessante Konstellation, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Und nun ein Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. He's already got a shot in. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. How does Aussie do it? Kein Problem, der Torwart ist da, vernehmbar. Go Jarryd, go Jarryd Hayne. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Yannick Bolasie. You put Jarryd Hayne through. Go, Jarryd, go. Jarryd Hayne with the goal. Da siehst du natürlich immer unglücklich aus bei so einem Eigentor. He didn't even shoot properly, but that's a goal. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Hier sehen die Partie gerade. Jetzt haben sie den Ball verloren. Good 1-2s here from Jarryd Hayne. He gets the corner. Da war noch dran und es gibt Eckball. Fourth down here. Yes. Sie lassen den Ball. What a bad pass. Jarryd Hayne didn't even call for the ball there. Go, Jarryd. With the tap. That's a Rugger skills there. He's learned them from Australia for sure. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Oh, so, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile. Also auch rum für den Neuzugang. Eine durchwachsene Leistung von ihm. Go Jarryd. Jarryd Hayne with the breakaway. Bastian Schweinsteiger ist zu Manchester United gewechselt und verlässt.
ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Er wird bei diesem Mann. Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch ein. Jarryd Hayne is off the field.